Moin moin, ihr Lappen. So, und zwar heute geht's los mit meiner ersten Folge. Ich sag jetzt mal, Black Metal Musiker reagiert auf eine andere Black Metal Band. So, auf geht's. So, wollen wir mal schauen, was die Jungs so drauf haben. Tholkandra, As I Walk Through the Gateway, offiziell Video. Gut, dann fangen wir mal an. Ich drück mal auf Play. Und sag euch mal so, wat, wie ich dazu finde. Ich muss ein bisschen lauter machen, damit ich auch was höre hier. Das klassische Napalm-Intro wieder. Der Bands. Ja. Ah, cool. Was ich schon mal geil finde, ist, es ist nicht so ein klassisches Black Metal Video. Gar nicht mal. Sogar ein sehr helles Black Metal Video. Stimme geil. Stimme gefällt mir so gut, aber auch die Produktion. Was mir sofort aufgefallen ist, sehr natürlich klingendes Schlagzeug. Ja, also gar nichts. Ist zu hart getriggerte oder wo man immer so das Gefühl hat, dass man auf ein Maschinengewehr zuhört. Das klingt wirklich noch echt. Oh, klingt sehr gut. Na gut, ich weiß ja, wer es gemixt und gemastert hat. Das ist ein alter Bekannter von mir. Oder besser gesagt, einer meiner Lieblings-Underground-Produzenten und Mixer. Der Rhythmus ist aber schon ziemlich von The Section abgekupfert. Also. Ja. Ich mag solche Riffs auch, aber ich benutze die so nicht. Aber durch die Melodieführung, geil. Doch. Das Video ist cool, aber ein bisschen unspektakulär, finde ich. Fast schon ein bisschen klischee-mäßig, aber. Der Song ist gut. Stimme ist geil. Das Video ist auch gut gemacht, auf jeden Fall. Oh, ich krieg da einen Bogen. Okay, der eine hält einen Bogen, der andere hält einen Pfeil. Aha. Ich rate mal. Sie schießt jetzt mit dem Bogen. Das ist der Section Riff. Naja, wobei Dissection das wiederum bei Slayer geklaut haben. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wem das gehört. Aber diese Rhythmus sind cool. Ja, cool. Oh, welche Überraschung. Sie haben den Bogen getroffen. Ja, na gut. Ich sehe gerade, sind nicht geschminkt. Sehr natürliche Jungs, cool, das kommt cool rüber. Und er hat eine weiße Gitarre. Mit Jackson. Liebe Jackson-Gitarren. ESP spielt zwar selber, aber irgendwann will ich auch mal einen Jackson haben. Ah, cool, jetzt der Refrain. Wow, cool. Ich kann jetzt schon sagen, ich kenne die anderen beiden Alben so lala. Und ich kann euch jetzt schon sagen, deutlich abwechslungsreicher als Vorgängeralben. Ja. Ja, macht Spaß. Ist leider dummerweise meiner Meinung nach nichts Neues, aber das ist ja auch immer so eine Aussage. Die meisten Bands bringen ja nichts Neues. Aber die hier machen es gut. Und ich habe es zwar schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, die Produktion, sehr natürlich. Fehlt mir noch so ein bisschen Schmackes, so ein bisschen auf die 12. Aber das kann wohl wieder sein, wenn man wieder zu viel andere Ballerbuden-Musik gehört hat.
Oh, cool, am Ende so richtig. Doch, cool. So. Ja, ist jetzt, glaube ich, also ich glaube, da müssen wir jetzt mal kurz Pause machen und erstmal drei Dinge klären. Erstens, Sound von den Jungs, phänomenal gut. Was heißt phänomenal gut? Vielleicht würden es manche nicht phänomenal gut finden. Ich finde es aber phänomenal gut, weil es ein sehr natürlicher Sound ist. Es ist kein getriggertes Schlagzeug so, beziehungsweise es klingt sehr natürlich, denn Svenno, wie gesagt, ich habe ja schon kurz gespoilert und gesagt, dass das ein alter Bekannter ist, dessen Dienst ich auch schon mal in Anspruch genommen habe. Also Dan Svenno, der hat die Section ja auch produziert und aufgenommen. Ja, der Sound ist sehr gut. Das Video würde ich eher zwischen mittel bis gut einordnen. Das liegt einfach daran, so die Idee jetzt, dass jemand mit einem Bogen auf jemanden schießt, dass das drei Personen das Video gegenüber als Story feiern. Aber ich habe auch ehrlich gesagt von Stories bei Videos nicht wirklich Ahnung. Also, kommen wir auf den Punkt. Geile Band. Ja, check die aus. Keine Ahnung. Muss ich einen Link reinmachen oder muss ich machen? Weiß ich nicht. Ist egal. Nein. So, das war mein erstes Reaction-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es echt Spaß gemacht, weil ich wusste ungefähr, was mich erwartet bei der Band. Und irgendwo habe ich auch gelesen, war auch schon Album des Monats. Von daher, ja, was soll ich groß sagen? Haut rein, kommt's gut rein. Mal gucken. Nächste Woche werde ich mir wieder einen Song, wieder eine Band raussuchen. Wie gesagt, ich selber mache ja Symphonic Black Metal. Mal gucken, was wir da für euch haben. In diesem Sinne, ciao.